Ist sie bei uns zu Gast, eine sehr sympathische junge Frau. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich Janine Kunze. Janine Kunze? So fett, das Alter. Steht falsch drauf? Das Alter, ja, hier ist, drauf. Das ist in Ordnung. Kann man das sagen? Darf man das Alter sagen? Ich stehe dazu. Ja? Man sieht das ja auch. Ja. 49. Ja. Nein, du bist 28 Jahre alt. Jung? Ja. Jung. 28. Ja. Ja. Landest du ein bisschen darunter, dass die Leute auf der Straße kommen und sagen, hier, Janine, ey, komm mal rüber, ey, komm rüber, rüber, nein. Komm. Ja? Das ist mir leider noch nie passiert. Ach, nee, nie passiert. Nein, weil dann würde ich vielleicht witzige Geschichten erleben, aber irgendwie erkennt mich keiner. Aber ist ja auch vielleicht ganz gut. Also, weil du in der Serie natürlich komplett anders gekleidet bist. Total. Gott sei Dank, muss man sagen, für dich. Ja, ja? Denke ich auch. Ja. Sowas zeigst du nie, wie in der Serie Hausmeister Krause? Also, nee, nein. Ich glaube, ich habe mich noch nie in einem Minirock und diversen Stiefeln und so gesehen, nein. Ja. Du sprichst ja in der Serie auch diesen Hausmeister-Krause-typischen Slang, ja? Ja? Musstest du das lernen oder konntest du das eh schon ein bisschen, weil du Kölnerin bist? Na, ich kann ein bisschen dat und wat, wie wir das ja hier alle sagen, aber... Ja. Nee, da haben wir schon wirklich lange dran rumprobiert, weil richtig Kölsch kann auch keiner von uns, würde man aber auch nicht gut verstehen. Und darum mussten wir so ein Mittelding finden, dass die Leute verstehen, das glauben, aber es sei Kölsch. Ja, ja, das ist ja, wie der Kölner in die Bank geht. Guten Tag, ich hätte gerne ein Konto. Ein Konto. Und er glaubt, man merkt dann nicht, dass er aus Köln kommt. Ja? Und ich habe jetzt hier den aktuellen Playboy gesehen. Den habe ich selber noch nicht gesehen. Den hast du selber noch gar nicht gesehen? Ich bin jetzt echt mal gespannt. Ich hier schon den ganzen Nachmittag Blätter, 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 guck, guck. Ja, komm, dann lass mich doch diesmal mitgucken. Super Bilder, ja. Du hast ja gar nichts an da. Ach, sag bloß. Ist bekloppt. Aber auf dem Titelbild hast du alles sogar ein bisschen verdeckt. Schauen Sie mal hier. Ja, da sieht man ja gar nichts. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, man sieht da wirklich nichts, oder? Hättest du mal die Haare schneiden lassen können vorher. Oder auch nicht, vielleicht noch ein bisschen länger wachsen lassen können. Da ist der Playboy gekommen, hat gesagt, Hallöchen, Janine, auszieh, auszieh. Ja, genau, und dann in der Sprache hat das bist du ja gar nicht. Nee. Schade. Das war eine andere. War doch auch hübsch. Ja, war auch hübsch, aber das ist eine andere. Na ja, gut, okay. Das ist Playmate, Katrin Dräger. Nicht schlecht. Hat sie was mit Jörg Dräger zu tun? So, nee, dann gucken wir mal hier, den Leuten mal ein bisschen eins zeigen, ein bisschen Fotos von dir zeigen hier im Playboy. Schauen Sie hier, das ist das, was mir am besten gefällt. Ja, gucken Sie da. Ist doch ein netter, ist doch ein schönes Foto. Ach nee, das ist Sven Ortke, vertan. Wie ist das so? Das erste Mal, dass es ja, so richtige Nacktfotos sind es ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die sind ja noch relativ harmlos. Ja, aber ich, da hast du das nicht gewusst, wenn du da, dass man da was sehen könnte? Nein, die haben einfach meinen Oberteil wegretuschiert. Die haben einfach das Oberteil wegretuschiert. Retuschiert. Das ist ein schwerer Prozess. Ja. Wenn der Hausmeister Krause das aber sieht, der sagt hier, nimm der Dackel weg, der kriegt blinde Augen. Der wollte das. Ja. Sehr gut. Du hast einen Freund? Ich hab einen Mann. Du hast einen Mann? Nein, bist verheiratet? Ja, seit 4 Monaten. Seit 4 Monaten? Ach, erst so kurz? Ich sag's dir. Und der Mann hat gesagt hier? Der hat gesagt, mach das oder ich heirate dich nicht. Und da hab ich gesagt, okay, mein Gott, bevor du gar keinen mehr abbekommst, ziehst du den Maus. Ja. Wo habt ihr die Bilder gemacht? Mittelmeer, Ibiza. Wir sind da mit dem Bötchen rum. Mit dem Bötchen rumgefahren auf Ibiza. Was sind das so für Fotografen? Sind die so immer, komm Baby, gib's mir. Nee, der Gott sei Dank gar nicht. Der war super nett. Also der macht doch normalerweise nur Mode. Also es ist ja natürlich. Das stimmt wirklich. Ja. Du kannst einen künstlerische anrufen. Bilder. Ich hab die Nummer. Ja. Nein, aber das ist wirklich eigentlich ein Modefotograf. Also kein typischer Playboy-Fotograf. Das war Gott sei Dank nicht so. Arbeiten die dann auch so mit Tricks, so, dass sie sagen, komm, hat mal einer einen Eiswürfel? Ja klar, die ziehen dann mal die Zellulite so zur Seite, ne, mit hinten so Wäscheklammern. Aber mit 28 hat man doch noch keine Ach, Zellulite. Ach, da geht das doch los. Ja. Ich stehe kurz vorm Verfallsdatum. Da geht's schon los? Sagt man das nicht. Mit 30 ist doch bei einer Frau so langsam die Uhr abgelaufen, ne? Ja, ich finde das auch tragisch, aber das ist so... Du siehst schlimm aus. Ja, das ist wirklich... Ja, dann wünsche ich viel Glück auf dem weiteren Lebensweg. Ich danke dir. War nett, dich hier gehabt zu haben. Dankeschön. Und, mach weiter, weiter, ich immer weiter, weiter, komm, weiter. Mach weiter. Janine Kunze, meine Damen und Herren, danke. Vielen Dank.